Hallo, hier ist die Nicola Steiner und jetzt endlich mache ich mal die versprochene Sprachnachricht. Dazu ist die 1871er Verfassung noch gültig oder ist sie es nicht? Ich habe mich da mal ein bisschen durchgegoogelt und bei Google findet man gar nichts, also habe ich dann DuckDuckGo und habe dann da diesen ewigen Bund auch gefunden. Und ich zitiere das mal eben, wie die das argumentieren, lese euch das mal vor. Der ewige Bund, der resultiert aus der 1871er Verfassung, wurde im November 1918 gewaltsam seiner Handlungsfähigkeit beraubt. Eine kleine Gruppe sozialdemokratischer Männer hat die verfassungsmäßigen Organe des ewigen Bundes beseitigt und die Kontrolle über den ewigen Bund übernommen. Seit diesem Tag wurde der Zweck des ewigen Bundes die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes in sein Gegenteil verkehrt. Seit diesem Tag werden die Deutschen als Sündenbock behandelt, nahezu von der ganzen Welt ausgebeutet. Ich tue euch das unten rein als Link und auch noch ein paar andere Links. Ich habe zum Beispiel auch ein Video geguckt von der Maike Büttner von BÄM oder allerlei, was ich jetzt noch spontan gefunden habe, die Verfassung selbst. Und wollen wir jetzt erstmal dazu kommen, ist das jetzt wirklich so gewesen, dass da jetzt irgendwie die fiesen, fiesen Sozialdemokraten den ewigen Bund zerstört haben. Zu dem komme ich später auch noch, was ich davon halte. Wir sind also jetzt erstmal im Ersten Weltkrieg, am Ende des Ersten Weltkriegs. Viele, viele Menschen wurden in den Krieg geschickt, wir sind gestorben oder wurden regelrecht verstümmelt. Und unser Kaiser Wilhelm kam dann auf die Idee, der Krieg ist zwar verloren, aber er schickt die Matrosen doch nochmal in den Krieg. Und dann haben die Soldaten, die Matrosen, im Grunde genommen eine Revolution gemacht. Die hatten keinen Bock mehr, in den Tod geschickt zu werden, für den verlorenen Krieg, für nichts und haben Offiziere umgebracht. Zwischen 1918 und 1919 war das totale Chaos in Deutschland. Also der Mob tobte auf den Straßen, die Leute hatten Hunger, es gab überhaupt gar keine Ordnung mehr. Der Kaiser hat ja auch abgedankt und hat die im Stich gelassen. Das habe ich ja in meiner Sprachnachricht zur Weimarer Verfassung schon mal erzählt. Und ich habe eine Quelle gefunden, wonach die Sozialdemokraten vom Volk in die verfassunggebende Versammlung gewählt worden sind. Ob das immer alles stimmt, kann man nicht so sagen. Mein Sohn, der ja Geschichte studiert, ist sich da auch nicht sicher. Also er hat das anders eigentlich gelernt. Aber die Soldaten haben die Sozialdemokraten unterstützt. Und die haben dann diese Weimarer Verfassung gemacht als demokratischste Verfassung, die es jemals gab. Und da die 1871er Verfassung zwar die Reichsgründung beinhaltet, aber unter einer Monarchie, ne, der Kaiser und Adel und tralala, und das ja auch keine Verfassung vom Volk ist, wir aber die Paulskirchenverfassung haben und da ja sicher sind, dass das vom Volk ausging, könnte man ja genauso gut sagen, dann ist die halt noch gültig. Ne, aber im Grunde genommen ist es doch immer so, sobald es eine neue Verfassung gibt, entsteht ein neuer Staat. Und die alte wird abgelöst. Ich habe auch irgendwo gefunden, dass gesagt wird, im Grunde genommen kann man sagen, Deutschland hat noch nie eine gültige Verfassung gehabt, weil keine vom Volk ratifiziert worden ist. Wobei das ja auch die Frage ist, muss das Volk das ratifizieren? Also man könnte da noch weiter zurückgehen, könnte sagen, das Heilige Römische Reich deutscher Nation ist noch gültig, weil ja noch nie das Volk ratifiziert hat oder was auch immer. Und dann könnten wir Holland wieder einnehmen und das Sudetenland und Norditalien, was weiß ich, was da alles dazugehört hat. Ne? In welchen Zeitpunkt sollen wir denn gehen? Und wenn wir dann gerade einen Zeitpunkt wählen, wo gerade die anderen Reiche Polen ihrer gesamten Ländereien beraubt hatten, dann haben die halt Pech gehabt. Ne? Also dieses Datum zu finden, was jetzt gelten soll, ist ja schon mal sehr, sehr willkürlich. Aber nehmen wir wirklich mal an, diese Verfassung von 1871 würde noch gelten. Wenn man da den ewigen Bund hört, bei BÄM tue ich euch auch unten rein, dann sagen die halt, das Gemeinwohl hat immer an erster Stelle gestanden und das wurde jetzt zerstört. Wohlfahrt wird immer wieder genannt. Und was ist denn Wohlfahrt? Es gibt jede Menge, ne, jede Menge, einige reiche Leute und jede Menge arme Leute. Und die reichen Leute geben den armen Leuten Almosen. Im Grunde genommen haben sie sich aber am Vermögen der armen Leute ja irgendwann mal vor, was weiß ich, wie vielen Hunderten von Jahren bereichert und dann durch die Erbfolge sich das den Reichtum immer wieder erhalten. Halt, ne?
Und dann zu sagen, guck mal, wir geben euch was ab und ihr kriegt Versicherungen. Das ist ja das Wesentliche in dieser Verfassung, dass es Versicherungen gibt. Aber im Grunde genommen ist es eine Monarchie. Und wie ich das immer so mitkriege, sind die, die immer sagen, der ewige Bund, weil das eben ewiger Bund heißt, ne, ewig ist ewig, ist noch gültig. Das könnten auch die Nachkommen derer sein, die damals richtig viel Land und Geld hatten und die dann durch diese Revolution der Soldaten und Matrosen dieses Geldes beraubt worden sind. Es ist immens schwierig, finde ich, die Vergangenheit so aufzuklamüsern, dass man aus der Vergangenheit wirklich sagen kann, wir kehren zurück zu dem Status. Und mein Sohn sagt auch immer, das ist jedes Mal schiefgegangen, wenn man sich auf die Vergangenheit berufen hat. Deswegen finde ich, in der jetzigen Situation wäre es doch wirklich gut, einfach mal zu sagen, was war, kriegen wir nicht mehr so genau auseinander. Wir wissen noch nicht mal, ob jetzt die Weimarer Verfassung durchs Volk, indem sie halt repräsentative Vertreter in diese Versammlung gewählt haben, oder einfach aus der Not heraus entstanden ist, weil der Mob tobte. Selbst das wissen wir nicht. Wir wissen noch nicht mal in der Gegenwart, was wirklich passiert. Gibt es jetzt diese Verschwörung mit Corona, um die Weltherrschaft an sich zu reißen oder nicht? Ne? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also, das finde ich, ist einfach der Grund zu sagen, wir müssen einfach mal sagen, wir sind im Hier und Jetzt. Wir haben ein Volk oder wir sind ein Volk, eine Nation, wie man es auch nennen will. So ist es halt im Völkerrecht definiert. Und wir haben Land. Und auf diesem Land, was wir haben, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, ob Firma hin oder her, das ist jedenfalls da, da leben wir und wir geben uns eine eigene Verfassung, die gerne, gerne, gerne aus allen vier Verfassungen das Beste auch rausnehmen kann. Ich habe auch nichts gegen Wohlfahrt, aber eine Wohlfahrt, die das Vermögen der Reichen sichert, ist ja keine echte Wohlfahrt. Ich bin einfach für eine gute Umverteilung, dass niemand in Not ist, halt. Und da müsste man sich eben Gedanken drüber machen und dann vielleicht einfach aus allem lernen, was jemals schiefgegangen ist und aus allem lernen, was sich bewährt hat und daraus was Neues machen. Das wäre meine Devise zu dieser Argumentation, die Verfassung ist noch gültig, wobei sie wirklich nichts, nichts, ich habe zumindest nichts gefunden, was das auch juristisch belegt. Zur verfassunggebenden Versammlung habe ich aber einiges gefunden. Und das wird sogar bestätigt, wenn man bei Gemeinwohllobby-Material guckt, sieht man halt, dass auch die Bundestagspräsidentin bestätigt, ja, das ist so, das Volk darf sich jederzeit eine neue Verfassung geben. Und damit ist dann die jetzige Regierung nur noch kommissarisch. Das haben wir gesichert. Alles andere ist aus meiner Sicht Spekulation. Jetzt warten wir erstmal die Wahlen ab. Ich hoffe, ihr geht alle wählen, weil das ist auch eine Chance. Aber danach treffen wir uns quasi hier wieder. Ich werde auch noch ein paar andere Sprachnachrichten machen. Und dann spreche ich mal über die verfassunggebenden Versammlungen, falls die Wahlen uns da nicht draus retten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fast zum Selbstkostenpreis verkaufe ich euch meine beiden Bücher Corona und andere Verbrechen und die Lüge vom Sozialstaat, wenn ihr sie bei mir bestellt. Wenn ihr die Bücher schon habt und den Kanal unterstützen wollt, findet ihr meine Kontodaten in der Videobeschreibung.